Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Ihr seht hier die NS-Kolonie, unsere neueste Raumstation, die wir in der letzten Folge gebaut haben. Und sie ist massiv. Sie ist kurz davor, noch massiver zu werden. Heute werden wir nämlich den weiteren Teil quasi für die erste Mission aufbauen. Und zwar ist das die riesige Raumstation, die dann in einem Europa-Orbit sein wird. Wir werden die hier einfach anbauen, oben an die Solarzellen dran. Und dann werden wir irgendwann ein Treibstoff ranklatschen und das Ganze zu Europa bringen. Es wird eine Weile dauern und ich denke auch mal, das wird ja ziemlich laggen. Aber ich denke mal, es wird gerade noch so klarkommen. Aber jedenfalls gehen wir jetzt in den Baueditor und schauen uns das erste Modul an. Ganz vergessen zu erwähnen, ich werde das wieder nur mit den ersten beiden Raketen machen, um die nochmal so ein bisschen zu zeigen, weil wir schon sehr häufig einfach nur die sehr großen Raketen benutzt haben und weiteres habe ich auch schon im letzten Video gesagt. Deshalb wird das hier so ein sehr, sehr kleinstelliger Aufbau. Wir werden ziemlich viele Module einzeln hochbringen müssen, aber auch einige werden wir einfach zusammenpacken können und dann eben andocken können. Als erstes haben wir dieses Modul hier. Das war das Modul Mittel-Klein-Tanks, glaube ich. Ja, ich glaube, das hieß so, weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist das hier in Orange eingefärbt, keine Ahnung. Orange ist irgendwie einer meiner Lieblingsfarben, falls ihr meinen Kanal kennt. Keine Ahnung. Kanalbanner, Kanallogo, irgendwie halb orange. Aber egal, wir haben jetzt hier jedenfalls dieses Modul mit der Atlantis 2 und wir werden das jetzt zur MS-Kolonie bringen. So,
Das war eine schöne Landung, muss ich sagen. Also die war sehr sanft. Er hat auch ziemlich gut geklappt, war auch schon ziemlich nah dran an dem Punkt, wo ich eigentlich sein wollte. Jedenfalls haben wir jetzt hier die zweite Mission. Und zwar ist das jetzt eine Atlantis 1 V2. Und wir haben hier nur ein paar kleinere Module. Das sind zwei Kreuzungen, also zwei Kreuzungen Mittel und dann die Andockluke. Oder ja, Andockluke war es. Genau, das werden wir jetzt einfach frontal wieder dran platzieren und dann beginnen wir mal. So, jetzt haben wir die nächsten beiden oder drei Module. Es sind zwei von diesen Solarmodulen und eins von diesen kleinen Modulen. Das ist das Modul klein kurz, genau. Und das hier sind die Solarzellen breit kurz, glaube ich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Jedenfalls haben wir zwei von denen und dann eins von diesen kleinen Modulen. Das ist eines der größten Teile, die wir dorthin bringen werden, hat aber halt auch nicht mehr als 30 Tonnen Masse. Das heißt, es ist perfekt geeignet für die Atlantis 2, die wir hier benutzen werden. Und wir werden ganze zwei davon hochbringen, einmal auf der rechten und auf der linken Seite, damit das schön symmetrisch ist. Ich werde die jetzt auch wieder gleichzeitig abspielen, wie im letzten Video mit den Booster-Segmenten, genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, die MS-Kolonie und die erste Mission nimmt immer mehr Form an. Jetzt haben wir hier nur noch diese beiden Module. Und zwar haben wir hier das Modul Mittel, Kurz, Tanks und das Modul Lang, Breit, Kurz war es, ja. Das sind einfach zwei Module, die wir an den Seiten der oberen Kreuzung anbauen werden. Und wieder die Atlantis 2, die haben wir jetzt schon das dritte Mal. Und die Atlantis 1 nur einmal. Aber na gut, so ist das halt. Ich hätte es auch aufteilen können in zwei Atlantis 1 Missionen. Aber dann wären die ein bisschen sehr leicht geworden. Deshalb einfach beide zusammen. Die werden wir dann an den beiden Seiten anbringen, jeweils eins. Und dann haben wir es mit der ganzen, mit dem ganzen Aufbau von der Riesenraumstation. Und dann fliegen wir mal. So, da sind jetzt alle von den Raketen wieder gelandet. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, die MS-Kolonie und die erste Mission ist fertig. Aber ich würde hier gerne nochmal die Sachen einsammeln. Das ist die erste Rakete, die wir gestartet haben. Und die ist tatsächlich am nächsten dran gewesen. Und danach ist es irgendwie immer schlechter geworden. Naja, kann ich nicht ändern. Jedenfalls ist das hier wahrscheinlich die beste Landung gewesen von allen. Sie war ziemlich sanft und wir waren auch ziemlich dicht dran, also mit der bin ich auf jeden Fall zufrieden. Dann haben wir hier die zweite Mission, das war die dritte, hier drüben. Ja, genau, das war die zweite Mission, ist ein bisschen weiter weg. Ja, es ist mit der dritten Mission hier so in etwa auf demselben Abstand zur Mitte, aber gut, das ist immer noch sehr viel näher als meine früheren Missionen, wo ich einfach auf der anderen Seite der Erde gelandet bin. Und dann haben wir hier die dritte Mission, wieder eine MS, wieder eine Atlantis 2. Können wir auch die Mission beenden. Und hier haben wir dann zu guter Letzt die letzte Mission. Das können wir auch einfach beenden.
Und dann gehen wir mal raus, und zwar zur NS Colony. Und ihr seht, ah, das passt nicht ganz, das sind 55 und 54,9. Naja, so schlimm wird es nicht sein. Oh Mann, sie ist gigantisch groß und es laggt ein bisschen. Aber ich hätte gedacht, es würde noch ein bisschen mehr laggen. Ich weiß nicht, wie es im Video ist, aber es läuft an sich eigentlich ganz flüssig. Ich würde gern mal sehen, wie das dann läuft, wenn wir Treibstoff haben und wirklich fliegen. Spätestens dann wird es richtig laggen, aber soweit läuft das eigentlich ganz gut. Und das war's hier mit der Folge, das war's mit der Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!